Weiter geht's in The Legend of Zelda. Der Wind Waker kurz vor Ende. Ja, wir sind wirklich kurz davor, die 100% zu erreichen. Allerdings fehlen uns noch ein paar klitzekleine Sachen. Das erste als Beispiel wäre diese Frau damals, wo ich schon einmal probiert habe. Ich habe es schon mal probiert, ihr dieses Bild von ihren Typen da zu zeigen, aber sie wollte es einfach nicht annehmen. Vielleicht macht sie es ja jetzt. Ich habe Immanuel Kompfer, den Fotomeister in den roten Ziegelhaus nebenan, ein wenig um Rat gefragt. Er meinte, nichts bringt jeden junge Liebe schneller zum Blühen, als wenn man seinen Angehimmelten ein wunderschönes, aufgenommenes Lichtbild von sich schenkt. Du hast doch eine Fotobox. Soweit ich weiß, könntest du mir dann vielleicht den Gefallen tun und mir ein Lichtbild von mir bringen? Vielleicht erkennt er dann ja, wie sehr ich für ihn schwärme. Okay. Wirklich? Das ist nicht so nett von dir. Aber bitte fotografiere mich mit meine Schokoladenseite. Ich will unbedingt, dass er auch mein schönes Leib sieht. Bitte achte darauf, dass es ein Ganzkörperbild wird. Okay. Das lässt sich einrichten. Obwohl, warte. Und nein, nicht ihr. Verzieht euch. So. Fotografieren wir sie einfach mal. Und ey, verzieht euch. So, das sollte jetzt eigentlich passen. Ja, passt. Oder? Schauen wir uns mal an. Das war pixelt, aber zählt trotzdem. Ja, sollte schon fit gehen. Aber okay. Yo, boy. Schau mal, was ich hier für dich habe. Ein Bett. Oh, ein Lichtbett. Ja, das ist das Mädchen. In letzter Zeit muss ich unbedingt immer zu an sie denken. Sie ist wirklich wunderschön. Das ist mir erneut klar geworden, als ich dein Lichtbett gesehen habe. Und genauso ist mir klar geworden, dass mir ein Lichtbild von ihr nicht reicht. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich mache sie zu meiner Freundin. Am besten, ich lade sie auf eine Tasse Kaffee in der Kaffeebar ein. Oh je, wie sie wohl reagieren wird. Ich bin da so aufgeregt. Ja. Jetzt heißt es eigentlich quasi warten, bis es passiert. Weil jetzt haben wir schon alles in die Wege geleitet. Aber ich glaube, was eigentlich auch schon hilft, ist, wenn wir quasi in die Tür rein und rausgehen. Probieren wir es einfach mal aus. Gehen wir da kurz rein. Jetzt gehen wir wieder raus. Aus dem Gefängnis, damals so Tingle drin war. Und jetzt schauen wir mal nach, ob das Peil schon zusammen ist oder nicht. Aber anscheinend nicht. Und. Lel? Death Drop ist ja. Frame Drop ist ja 100. Lol. Aber reden wir mit ihr mal. Aber morgen will auch hier vorbeikommen. Oh ja, das wird er. Aber anscheinend sind sie noch nicht zusammen. Das heißt, es ist quasi wirklich einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen. Und du sagst eigentlich auch nichts. Und bla bla bla. Ja, okay. Lassen wir es sein. Und da würde ich sagen, beginnen wir einfach schon mal mit der Croc-Quest. Weil die nimmt eigentlich auch genug, also mehr als genug Zeit ein. Weil sonst fällt mir jetzt gerade eigentlich so komplett spontan nichts ein, was wir hier noch großartig machen könnten. Neben dieser einen Sache. Und zwar noch eine Sache, aber diese andere Sache, die benötigt definitiv einen extra Part. Aber dann würde ich jetzt sagen, ich porte mich mal zum Dekobaum, weil dieser wird uns bei den Crocs deutlich weiterhelfen können. Also, dann würde ich sagen, wir sehen uns vor dem großen Dekobaum. Yo, Dekobaum. Hey, wo? Lange nicht gesehen. Malik, geht deine Quest erfolgreich voran? Ja. Ich habe das Master Sword erhalten. Ich habe meine Schwester gerettet. Also, ich bin definitiv zufrieden. Wie du sehen kannst, bin ich nicht mehr der Jüngste und Vitalste. Aber mein Reichtum an Wissen ist ungetrübt. Falls du also etwas wissen möchtest, frag mich einfach. Ich kann dir alles beantworten. Was möchtest du wissen? Über die Crocs. Oh, über welche Crocs möchtest du etwas wissen? Über die Crocs auf Reisen. Du möchtest also etwas über die Crocs wissen, die Antopia verlassen und sich auf Reisen begeben haben? Zweifelsohne bringt das Meer viele Gefahren in sich. Malik, ich werde die Aufenthaltsorte der Crocs aus deiner Seekarte einzeichnen, damit du sie findest. Vielleicht hast du ja mal die Zeit, sie unterwegs zu besuchen. Grüß sie von mir. Willst du sonst noch etwas wissen? Wenn wir schon dabei sind, der Rote Neunkönig. Einen Helden, der Ganon bezwingen kann, zu suchen und zu finden. Sollte jemals ein schrecklicher Fall eintreten, dann dieser wieder aufersteht. Das ist die Aufgabe, die dem Roten Neunkönig anvertraut wurde. Und seitdem befährt dieses Boot das große weite Meer, auf der Suche nach einem mutigen Jüngling wie dir. Noch kann ich denn die Identität des Bootes nicht preisgeben. Aber sobald es dir gelingt, Ganon Parfois zu bezwingen, werden sich all deine Fragen von selbst beantworten.
antworten. Aber sei tapfer und streite unbeirrt den Weg voran, den das Schicksal vor dir aufgebreitet hat. Ich glaube an dich, Malik. Danke, Roter... Roter Leun, könnte ich mal schon sagen. Dekobaum. Danke. Vielen, vielen Dank. Aber okay. Dann schauen wir mal auf die Seekarte. Hier sehen wir, hat der Dekobaum schon freundlicherweise alles eingezeichnet, wo sich alle aufbreiten und... Malik, slack meine Insel. Und dann müssen wir jetzt überall hin. Zwei Inseln haben wir sogar noch gar nicht gesehen, auf denen sie aktuell sind. Den Rest haben wir schon gesehen, aber manche Inseln noch nicht. Aber was ich jetzt sagen würde ist, ich schneide euch das zusammen. Weil das ist, man sieht schon, die sind an der, überall auf der Welt verteilt. Das wird jetzt eine lange Fahrzeit, am meisten für mich und ein bisschen Schnipplerei auch für mich. Aber für euch mache ich das ja gerne, also kein Ding, also keine Sorgen machen oder so. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch noch schnell was zeigen, was man hier auf Tantopia machen kann, weil das habe ich damals nicht gezeigt, aus irgendeinem Grund. Weil man kann ja hier diese Granda-Samen, Gottes Willen, was für ein Name, kann man ja sammeln. Oh ja, fragt euch ja bestimmt schon, man kann die zwar sammeln, aber was bringen die überhaupt? Ganz einfach, man muss sie zu diesen Typen hier bringen, so diesen Hippie hier. Schau mal, was ich hier habe. Oh, heilige Wurzelknolle, das ist doch ein Plantagranda-Samen. Das ist es, genau das benötige ich, um dir einen Trank zu brauen, mit dem du deine magische Energie wieder auffrischen kannst, werter Freund. Schön, dann nehme ich jetzt diese vier Plantagranda-Samen und braue dir daraus einen Trank, der deine Magie wieder auffrischt. Bitte geduldig ein klein wenig. Jetzt kommt natürlich erstmal die Sequenz, wie sie alle so süß, die Crocs so hin und her springen und man sieht schon, er ist ein Fan von diesen Samen, weil da welche an der Wand hängen. Und nun, so verziehe deine Ante. Ginsterkraut der Nase, wuschusch! Der ist ja fast so verrückt wie Tingle. Aber okay. Okay. Aber Dude, was hast du jetzt eigentlich für mich hier? Würde ich echt gerne wissen. So ein Interesse, weißt du? Oh, fertig ist der Trank. Hier, bitte. Nimm ihn an dich. Dankeschön und du hast ein blaues Elixier erhalten. Benutze es, um deine Energie, um magische Energie aufzufrischen. Du kannst es in einer Flasche mit dir herumtragen. Und das bringt quasi uns diese Samen. Man kann damit blaues Elixier brauen. Allerdings werden wir das jetzt gleich trinken müssen. Nicht, da ich es brauche, sondern weil wir eine leere Flasche brauchen. Yep, wir brauchen eine bestimmte leere Flasche. Damit wir das hier machen können. Und ganz einfach, die Crocs wollten ja, dass wir Wasser von Tantopia zu ihnen bringen, ne? Und deswegen würde ich auch sagen, machen wir das auch. Wir bringen ihnen jetzt Wasser von Tantopia. Nämlich, tschack, hier rein. Und dann hast du ein tantopisches Wasser in die Flasche gefüllt. Allerdings, man kann es erstens so aufwenden, wie du willst. Aber sobald du länger als 20 Minuten von Tantopia entfernt bist, ist es normales Wasser. Das heißt, es wirkt dann nicht mehr. Aktuell ist der Timer noch auf 0. Sobald wir hier draußen sind, fängt das Ding an quasi innerlich zu ticken. Von der Zeit her. Deswegen müssen wir uns jetzt ziemlich stark beeilen. Weil in 20 Minuten müssen wir jetzt all diese Bäumchen quasi erreicht haben. In der Wii U-Version sind es glaube ich 30 Minuten. Also da wurde das Zeitlimit erhöht. Bei 20 Minuten ist nicht einfach. Aber es ist möglich. Aber ich schneide euch den Weg. Als erstes würde ich sowieso sagen, gehen wir zu meiner Insel. Dann fahren wir hoch zum östlichen Feenkardinal. Dann fahren wir runter zur Hai. Dann fahren wir zurück nach Tutop. Obwohl, was willst du? Wir fahren jetzt dorthin. Dann gehen wir dorthin. Zu meiner Insel. Dann zur östlichen Feenkardinal. Dann hoch wieder zum Eiland des Sternstaubes. Gehen wir dort runter. Dann zu Iskutusk. Dann zum Nadelfelsen und als letztes die Haifischinsel. Da haben wir quasi so eine große Runde vor uns. Na? Also ich würde sagen, ich schneide euch den Weg und wir sehen uns dann beim ersten Croc. Bis gleich, Leute. Okay, sind da. Jetzt müssen wir nur noch hier so quasi dort hochkommen, weil der Croc ist dort oben. Auch von hier aus kommen wir definitiv nicht zu ihm hoch. Deswegen müssen wir jetzt einen kleinen Umweg nehmen. Müssen uns beeilen, weil wir sonst nämlich das Wasser verlieren. Deswegen rein da und gehen jetzt quasi unterirdisch durch. Ich verstehe zwar nicht, wie das überhaupt von der Konstruktion her von allein und so möglich ist, dass man hier so einen Unterseeweg hat, der nicht überflutet ist und dann hier quasi dann da vorne wieder hochkommt. Also das habe ich noch nie verstanden, wie das überhaupt geht. Aber es geht.
Bist du nie ein Nintendo-Spiel? Neogek ist hier das Letzte, was hier herrschen sollte. Also, machen wir hier mal erst alles kaputt, weil du bist mir im Weg und du nährst mich und du auch. Alter, komm her, Drecksack. Und den Samen, den Samen nehme ich mit. Den Samen nehme ich mit und diesen Samenleiten nehme ich ebenfalls mit. Und Dankeschön. Okay. Dann müssen wir jetzt hier irgendwo mal reinkommen. Und ey, böse, nerv nicht. Und dann müssen wir jetzt dort hoch. Und dann sind wir jetzt hier schon mal oben. So. Und da sehe ich schon, wir hätten eigentlich normalerweise jetzt dieses Ding mitnehmen müssen. Also so eine Fackel. Aber weil wir cool sind, brauchen wir sowas nicht. Erstens nehme ich noch die Schatztruhe an mich, weil ich die unbedingt haben möchte. Wegen den 100%. Es ist zwar nur ein Glücksamulett, aber trotz alledem. Dann gehen wir jetzt nochmal hoch. Und dadurch, dass wir eigentlich jetzt die Feuerpfeile haben, können wir quasi uns diese Schwierigkeit mit der Fackel ersparen. Das heißt, wenn wir runterfallen oder so, oder das Ding auf uns hinwegwerfen oder was auch immer, das haben wir nicht. Wegen dem Feuerpfeilen, weil bam, boom, ist gelöscht. Und wir kommen durch. So, und jump. Mit dem Deko-Blatt drüber. Und was? Was? Los! Ach, come on, ernsthaft jetzt. Als ob ich das jetzt nicht geschafft habe. Deine Mama. Komm schon. Ich möchte ja nicht so viel Zeit vertrödeln. Und nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, wie... Scheiße. Wie viel Zeit habe ich überhaupt noch für das Wasser? 16 Grad... 3 Minuten. Ich hab hier schon 3 Minuten. Eigentlich geht das so tschak, 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 buh. Aber hier vertrödel ich so viel Zeit, so viel Zeit. Komm, jetzt geh da rüber, du Vollhorst. Dankeschön. Boah. Also ganz ehrlich, da haben wir jetzt echt einiges an Zeit verschwendet. Also einiges an Zeit. Und wir reden gar nicht erst mit ihm, sondern geben ihm sein scheiß Wasser, damit der Baum wieder happy ist. Hier, nimm das, weil ich muss jetzt wirklich dringend und zwingend weiter. Aber schaut, er sieht wieder ganz fit aus. Nice, oder? Ein gesundes Bäumlein. Aber okay. Würde ich sagen, gleich zum nächsten Baum. Aber das war, glaube ich, auch der einzige Baum, der so kacke zu erreichen war, wie dieser hier jetzt. Also, am besten porte ich mich jetzt und sehen uns dann beim nächsten Baum. Bis gleich. Und Bäumlein Nummer 2. Sodale. Dann bist du jetzt ein ganz glückliches Bäumlein jetzt, ne? Oder? Komm schon, ja. Das ist super. Aber okay. Weil ich hier auch gerade schon bin, ja, ich weiß, das verdrüttelt eigentlich alles Zeit, was ich hier gerade mache, aber wenn ich hier einfach gerade schon bin, dann machen wir das auch gleich, dann müssen wir nicht hier nochmal herkommen, ist nämlich diese Schatztruhe dort oben. Weil durch den Enterhaken können wir die nun endlich erreichen, indem wir einfach den Enterhaken nicht so positionieren wie ich gerade, das ist schon mal die falsche Stelle, um dort hochzuziehen und das, obwohl doch, ja, das passt doch, okay, ich nehme alles zurück, ich bin Idiot. Nee. Und, Gottes Willen. Wasserfall. Und damit kriegen wir auch diese Truhe, die ich eigentlich schon eine ganz lange Zeit haben möchte. Und hier ist eine Schatzkarte drin. Jupp. Eine heftige Schatzkarte in einer heftigen Ruhe. Nice, oder? Aber okay, ist echt wirklich weiter, weil... Das Santopia, was erwartet dich auf uns, ne? Weil das geht irgendwann leer. Also, bis gleich. Und Kork Numero... Fry? Statt Taktstock? Haben wir nun auch. So, dann, nächster Baum, aber ist ganz schnell weiter, weil uns läuft die Zeit davon. Schnell. Okay, ist ganz hintergefahren. Und ganz schnell diesen Baum machen. Ganz, ganz schnell. Jesus. Man muss echt sagen, das Ding ist verflucht weit weg. Holy shit. Okay, die Zeit können wir jetzt bei diesen anderen Bäumen wieder rausholen. Also schnell zum nächsten Baum. Und oh Gott, da hinten, also Leute, kann ich verlaufen. Schnell. Wir haben noch 10 Minuten. Fuck. Okay, wenn wir gerade noch hier sind, weil ich bin zwar schon bei Kok, aber ich habe noch nicht die Insel eingezeichnet. Und das ist quasi die Insel, wo wir auch die Feuer- und Eispfeile bekommen haben. Nur von außen. Ne? Und die habe ich noch gar nicht eingezeichnet, ich Idiot. Ich habe auch die andere Insel dort unten vergessen einzuzeichnen. Warum auch immer. Aber das hole ich natürlich, schneide ich dann am Ende des Parts rein. Und außerdem, ja, ich überspringe auch mal kurz den Fisch, weil er mir einfach noch auf den Sack geht und ich keine Zeit für ihn habe, weil mir wirklich die Zeit davonläuft. Also, es ist gerade echt so ein richtiger Kampf gegen die Zeit. Ohne Witz.
Deswegen möchte ich jetzt einfach nur ganz schnell diesen Baum aktivieren und ganz, ganz so schnell wie möglich weiter. Weil all das, was wir jetzt hier an Zeit verschwenden oder so, das kriegen wir nicht mehr zurück, ne? Weil dann muss ich nochmal nach Tantopia und alles drum und dran. Und ich würde das gerne in einem Zug abschließen, wenn möglich. Und du hast blauen Schleim und dem würde ich auch gerne mal mitgehen. Dankeschön. So, jetzt haben wir den blauen Schleim und jetzt können wir gleich ganz, ganz schnell weiter zum nächsten, nämlich nach Ichthusk. Also, bis gleich, Leute. Okay, Cocky, schnell, nächster. Dann will ich das auch gleich haben, weil wir haben nicht mal mehr 8 Minuten für 2 Crocs noch. Das wird es zeitlich immer enger. Also in der Wii U-Version muss ich schon echt sagen, ist das hier deutlich chilliger. Also bei weitem chilliger. Aber okay. Die nächste Insel ist dort unten. Gut. Dann würde ich sagen, bis gleich. Goddammit, ich habe gerade mal 5,5 Minuten oder so noch. Scheiße! Okay, jetzt wird's echt knapp. Es fehlt nur noch ein Cock, das war jetzt der vorletzte. Nämlich der bei der Haifischinsel. Und ich hoffe, dass ich noch rechtzeitig ankomme. Weil das wird es echt knapp, Leute. Jetzt wird es spannend. Werde ich es schaffen in einen Run oder nicht? Das sehen wir gleich. Oh mein Gott, los! Bitte, 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 bitte! Okay. Wir haben es geschafft. Wir sind bei der letzten Insel. Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Minuten 45. Oh mein Gott. Also hätten wir uns, glaube ich, jetzt nicht so beeilt, ne? Hätten wir es wahrscheinlich nicht in der Zeit geschafft. Also sagen wir es mal so. Wer hier groß rumtrödelt, wird hier verkacken. Wer aber sich wirklich anstrengt und so gut wie keine Fehler macht und so zack, 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 alles schnell erledigt, schafft es. Und der Baum leuchtet auf. Und ist gewachsen. Und sieht es richtig prächtig aus. Und als Dank gibt er uns ein Herzteil, das ich auch liebend gerne annehme. Endlich mal wieder ein Herzteil. Aber man muss schon sagen, in letzter Zeit geht es mit den Herzteilen bei uns echt ziemlich stark ab. Aber okay. Dann blende ich euch noch schnell ein, wie ich jetzt dann die letzte Insel da hole, dort hinten, wo wir vergessen haben mit meinem Krog. Aber an sich würde ich dann sagen, ich verabschiede mich schon mal. Also lasst einen Like, einen Kommentar, wenn euch der Part an sich gefallen hat. War klar, zwar nur quasi so ein Aufklärungspart, aber war essentiell wichtig für die 100%. Kann man nicht vermeiden. Aber naja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal bei der Legend of Zelda The Wind Waker. Im nächsten Part weiß ich noch gar nicht, was wir so großartig machen, aber ich denke mal, wir kurven hier mal ein bisschen rum, ne? Um hier die restliche Karte zu komplettieren. Damit wir das auch endlich mal erledigt bekommen. Also, bis dann. Und ciao. Und, oh Gott, ich Idiot. Scheiße. Aber okay, her mit dem Fischi. Damit ich den Part jetzt endlich dann abschließen kann. Ja, Bro, was kann ich dafür, wenn du mich einfach so vergisst, du Vollidiot? Los, bin der ewig, eine scheiß Party. Zuschauer haben eigentlich keinen Bock mehr. Am meisten ist er wahrscheinlich eh schon alle abgeschalten. Ach komm, schon halt die Schnauze. Ach komm, ist doch die Wahrheit. Hier, der Flugwesen. Bedien dich. Hast du noch irgendwelche Infos? Ich hab immer Infos, mein Hündchen. Immer. Schon mal was von der Mini-Tendo-Galerie gehört, Jungchen? Um da reinzukommen, muss man ja seinen Scheit irgendwo hoch oben auf das Antopia betätigen. Und naja, tu dir etwas Futter auf den Kopf, dann wird das schön. Und wie, du hast es schon gemacht? Ja, ich hab's schon gemacht. Willst du mich verarschen, Mann? Wozu sag ich dir den Tipp? Los, ja, hol endlich die Endcard an. Endcard, Endcard. Ey, Endcard, wo bist du? Endcard, Endcard, Endcard!